Vor 6 Monaten hat sich Kindergärtnerin Leonie Kramer nach 3 Jahren Beziehung von ihrem Freund Björn getrennt. Seitdem lebt die Berlinerin allein und genießt ihr Single-Leben. Nach einer langen Partynacht freut sie sich auf einen entspannten Sonntag im Bett. Doch schon am frühen Morgen ist an Schlaf nicht mehr zu denken, weil es an ihrer Tür Sturm klingelt. Jannik? Wie siehst denn du aus? Lisa hat mich rausgeworfen, wir haben uns gestritten. Kann ich reinkommen? Ja, klar, komm rein. Wieso habt ihr euch gestritten? Warum hat sie dich rausgeworfen? Ja, irgendjemand hat auf deinem Profil gepostet, dass wir aber was miteinander hatten und mit irgendeinem anderen Typen auch. Was? Auf meinem? Was steht da? Ja, irgendwelche Beleidigungen. Hast du das noch nicht gesehen? Das wurde schon sau oft kommentiert. Ich bin sogar verlinkt und dieser andere Typ auch. Weißt du, wer das war? Keine Ahnung, ich kenne den Typen nicht. Mein Lisa ist total ausgerastet. Ich habe ihr nie erzählt, dass wir mal was miteinander hatten. Das sind nur 2 von Leonies Männern. Leonie ist eine miese Schlampe. Demnächst gibt es noch mehr Namen, weil Leonie die halbe Stadt im Bett hatte. Kennst du den Typen, der das gepostet hat? Mann, Jannik, ich kenne keinen, der zu viel Sex heißt. Ich guck mir sein Profil an. Der hat nicht mal Pinnwand-Einträge, gar nichts. Der hat keine Freunde, nichts. Mann, das ist irgendein Faker-Profil. Ich muss das löschen. Mann, das bringt doch eh nichts mehr. Das hat doch eh schon jeder gesehen. Guck doch mal, wie viele das schon markiert haben. Meinen, sind die alle bescheuert, dass die bei sowas mitmachen? Ja, keine Ahnung. Ich kann das nicht verstehen. Wer postet denn sowas? Mann, weiß ich doch nicht. Und vor allem, wer weiß denn, dass wir was miteinander hatten? Hast du das irgendjemandem erzählt? Ja, vielleicht mal irgendeinem Kumpel. Kumpel? Mann, das war doch nur ein Kuss, Jannik. Und außerdem waren wir betrunken gewesen. Und du warst auch getrennt mit Lisa. Lisa glaubt jetzt, du hast sie betrogen, oder was? Ich habe ja versucht, Lisa zu erklären, dass es in der Zeit war, wo wir getrennt waren. Aber die hört mir überhaupt nicht mehr zu. Scheiße, ey. Und jetzt? Es muss doch jemand sein, der weiß, dass wir was miteinander hatten. Und du mit diesem anderen Typen. Sophie Werner oder wohl nicht in Frage kommen. Scheiße. Scheiße! Was? Ach, Liste. Scheiße. Was für eine Liste? Mann, ich habe da mal so eine Liste gemacht. Du hast eine Liste mit all deinen Männern gemacht? Mann, das war an der Partylaune mit Maya. Sie ist die Einzige, die davon weiß. Er sollte vielleicht mal mit dir reden. Ich denke, das ist seine Freundin. Ist sie auch. Mann, sie ist die Einzige, die von allem weiß, wenn sie das war. Mann, ich bin so mega enttäuscht von ihr. Dann kann sie unsere Freundschaft vergessen. Klär das bitte, bitte. Bei mir hängt da eine Beziehung dran. Ich habe eine Tochter mit Lisa. Mann, ich weiß. Ich wollte auch niemanden verletzen mit dieser Liste. Es war auch nur so zum Spaß. Ja. Ich glaub dir, wir kriegen das hin. Hast du vielleicht mal eine Jogginghose für mich? Ja, klar. Komm mit. Das am frühen Morgen, ey. Ich bin total geschockt. Ich verstehe gerade überhaupt gar nichts. Ich muss morgen sofort mit Maya reden auf Arbeit. Aber das Schlimmste ist, dass ich nicht weiß, was noch alles ans Licht kommt dadurch. Gleich am nächsten Morgen will Leonie ihre Freundin und Kollegin Maya im Kindergarten zur Rede stellen. Aus Angst, dass der gestrige Pinnwand-Eintrag erst der Anfang war und noch mehr Negatives über sie verbreitet wird, checkt Leonie so oft es geht ihr Online-Profil. Sag mal, spinnst du eigentlich? Wieso? Was ist los? Willst du mich veräppeln? Du hast doch auch schon gesehen, was auf meinem Profil los ist. Auf deinem Profil? Ich war doch nicht online, was meinst du? Du hast 2 Männernamen von der Männerliste gepostet und sie verlinkt. Was soll denn der Scheiß? Würdest du die anderen auch noch posten? Ganz kurz. Redest du von dieser Liste, die wir vor ein paar Abenden mal erstellt haben? Warum sollte ich sowas tun? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Ich habe diese Liste doch überhaupt nicht mehr. Findest du das witzig, mich in der Öffentlichkeit bloßzustellen oder mich als Schlampe zu betiteln? Wie witzig, ich würde dich niemals als Schlampe bezeichnen. Wir sind Freundinnen. Ich habe das nicht gepostet, sonst würde ich es doch sehen. Hier ist doch nichts. Dann hast du es von unten im Fake-Profil gemacht. Mann, Lisa ist stinksauer auf mich. Die drückt mich permanent weg. Sie denkt, Jannik hat sie betrogen. Und ich sag dir was, du bist schuld daran, dass die Beziehung von den beiden zerstört wurde. An ihre Tochter zusammen. Was? Ich finde es total krass, dass du mir sowas zutraust. Ich habe das nicht gepostet. Glaubst du mir doch bitte. Wer war es denn dann? Du bist die Einzige, die von dieser Liste weiß, Maya. Und du bist die Einzige, die wusste, dass ich was mit Jannik hatte. Leonie, du bist so eine Egoistin. Denkst du wirklich, ich hätte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mich mit deinen Männergeschichten zu beschäftigen? Offensichtlich nicht. Wenn du so drauf bist, brauchst du dich wirklich nicht zu wundern, dass dir sowas passiert. Seitdem du nicht mehr mit Björn zusammen bist, hast du dich eh total verändert. Du denkst, du bist super wichtig, aber du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Ist ja interessant. Ja. Ich habe es nicht gemacht, okay? Vergiss es einfach. Ich vergesse gar nichts. Ich mache nichts weiter, als mein Leben zu genießen. Lass es einfach. Noch einmal, ich sag's dir, ich war das nicht. Glaub es mir oder lass es, okay? Lisa, jetzt kannst du es mit dir selber klären. Viel Spaß. Hallo, Süße. Na? Komm her, Marci.
Können wir gleich kurz reden miteinander? Bitte. Gehst du schon spielen? Bitte, Lisa. Ja. Ja. Gehst du malen? Jannik hat dich nie betrogen. Wirklich. Nie. Ich bin einfach nur enttäuscht von dir. Mehr kann und will ich jetzt dazu nicht sagen. Mann, ich dachte, wir sind Freundinnen. Mann, das ist doch Wahnsinn. Wegen diesem Scheiß geht jetzt auch noch mein Freundeskreis kaputt. Und außerdem habe ich echt Schiss, dass Natalie jetzt langsam davon Wind bekommt. Ich meine, sie ist immerhin meine Chefin und meine Freundin. Und wenn das hier behauptet wird, dass ich eine Schlampe bin und das hier die Runde macht, ich muss mir jetzt Hilfe holen. Ich werde mir jetzt einen Anwalt nehmen und ich brauche jemanden, der sich damit richtig auskennt. Obwohl Leonie den Pinnwand-Eintrag gelöscht hatte, ist er 2 Stunden später wieder online. Von einem schlechten Scherz kann spätestens jetzt keine Rede mehr sein. Um dem Cybermobbing ein Ende zu setzen, hat die 27-Jährige die Rechtsanwältin Brigida Braun engagiert und sie gebeten, nachmittags bei ihr zu Hause vorbeizukommen. Ich bin total fertig, weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Mittlerweile haben sich selbst meine Freundinnen von mir abgewendet. Ich meine, das geht doch nicht, das ist doch illegal. Ja, absolut ist es das. Ich meine, ihr Persönlichkeitsrecht wird hier mit Füßen getreten. Mit dem Wort Schlampe beispielsweise, da werden sie grob beleidigt. Dann die Behauptung, dass sie mit der halben Stadt im Bett waren, das ist eine Verleumdung. Das sind erhebliche Straftaten. Können Sie da irgendwas machen? Na ja, grundsätzlich selbstverständlich. Ich meine, Sie können den Täter auffordern, beziehungsweise ich, das künftig zu unterlassen. Macht er das nicht freiwillig, kann ich ihn gerichtlich dazu zwingen. Aber Frau Kramer, ich brauche erst mal den Täter. Mann, das Ganze ist so fies, ey. Irgendwas posten und dann auch noch anonym und nicht dazu stehen. Naja, also ich meine, diese Dinge passieren immer öfter und immer häufiger. Aber eines kann ich Ihnen versichern, sobald wir den Täter haben, werde ich Schadensersatzansprüche und Schmerzensgeldansprüche für Sie geltend machen. Aber als allerersten Schritt sollten wir tatsächlich zur Polizei gehen und Anzeige gegen Unbekannt stellen. Das gibt's doch nicht. Der hat schon wieder was gepostet. Bald gibt's wieder neue Namen, denn Leonie poppt mit jedem? Och Mann, ey, was soll ich denn jetzt noch machen? Oh, da will mich doch jemand fertig machen. Wer ist denn das? Also Frau Kramer, hören Sie mal, ich meine, bevor ich jetzt eine Anzeige gegen Unbekannt erstatte, ich meine, das hier ist sehr, sehr direkt und sehr persönlich. Haben Sie nicht doch einen Verdacht, wer das sein könnte? Gibt es wirklich jemanden, der ja feindliche Gefühle Ihnen gegenüber hegt? Eigentlich nicht. Wie gesagt, ich habe ja gedacht, dass es meine Kollegin Maya ist. Aber sie hat mir versichert, dass sie es nicht war. Ach Mann, ich weiß doch auch nicht mehr, was ich glauben soll. Naja, aber schauen Sie mal, ich meine, wenn Sie sagen, dass diese Maya eine Liste hatte und sie die Einzige ist, die von ihren Herren Bekanntschaften weiß, also Entschuldigung, aber das macht sie schon ziemlich verdächtig. Auf der anderen Seite bräuchte sie wirklich ein starkes Motiv. Und sie, um sie dermaßen in Misskredit zu bringen, kann sie so ein Motiv haben? Oder gibt es eine andere Person, der vielleicht ihr Lebensstil nicht passt? Eigentlich nicht. Ich bin immer mit jedem gut klargekommen. Habe ich zumindest gedacht. Mann, ich bin doch einfach nur eine Frau. Warum dürfen denn nicht Frauen auch mal ihren Spaß haben? Wenn ich Mann wäre, dann wäre das okay. Ja, bei Frauen wird mit zweierlei Maß gemessen. Die Emanzipation ist nicht überall angekommen. Das wissen wir doch, oder? Ich habe einfach nur Angst. Existenzängste. Ich bin Kindergärtnerin. Wenn das die Runde macht, bin ich bald meinen Job los. Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Und ich sage Ihnen eines, also die Person, die das macht, die glaubt, dass sie anonym sowas machen kann, das ist natürlich nicht richtig. Denn spätestens über die IP-Adresse erfahre ich, wer dahinter steckt. Und wissen Sie was, damit fange ich erst an. Es kann eigentlich nur Maya gewesen sein. Naja, wie auch immer, also mit der werde ich auch noch reden. Ja, ich muss jetzt los und Kopf hoch. Ja, Kopf ja? hoch, ich bringe sie noch zur Tür. Niemand hat das Recht dazu, eine andere Person öffentlich auf diese Art und Weise zu diffamieren. Und die allgemeine Annahme, man könnte sich anonym im Internet bewegen, weil man unter irgendeinem Fantasienamen irgendwas posten kann, ist natürlich falsch. Also solche Übergriffe müssen verfolgt und geahndet werden. Bevor Anwältin Brigida Braun bei der Polizei Anzeige erstattet, will sie mit der Kollegin ihrer Mandantin sprechen und herausfinden, ob Maya Giers ein Motiv für die Tat hat. Die Kindergärtnerin ist heute für die Nachmittagsbetreuung eingeteilt und noch bei der Arbeit. Guten Tag. Hallo. Sie müssen Frau Giers sein. Ja, genau, richtig. Braun ist mein Name. Ich bin Rechtsanwältin. Ich vertrete Ihre Kollegin, Frau Kramer. Okay, krass. Jetzt hetzt sie mir schon einen Anwalt auf den Hals? Wegen so einem Quatsch?
Frau Giers, das ist alles andere als ein Quatsch. Wir sprechen hier von Straftaten, von Beleidigung, von Verleumdung. Das ist kein Quatsch. Hören Sie mal, ich verstehe das auch. Das ist nicht in Ordnung, dass jemand sowas macht. Aber ich war das wirklich nicht. Das müssen Sie mir glauben. Ich würde meiner Freundin niemals sowas antun. Naja, aber Frau Giers, immerhin sind Sie die Einzige außer meiner Mandantin, die Kenntnis von der Existenz der Liste hat. Ach, diese blöde Liste, die hätte im Endeffekt jeder finden können. Wir hatten sie in den Obstkorb gelegt, auf den Küchentisch. Ein paar Tage später hat Leonie eine Party geschmissen. Da waren ungefähr 50 Leute. Da hätte theoretisch jeder diese Liste finden können. Anders gefragt, haben Sie aus der Gruppe der Gäste, also Sie sagen von ungefähr 50 Leuten, irgendjemand konkreten im Verdacht? Nein. Eigentlich traue ich das ja niemandem zu, aber ich kannte die Gäste auch eigentlich kaum. Waren eigentlich die zwei Männer aus dem ersten Post, wie hießen sie denn, Yannick Trebe und Felix noch irgendwas da? Ja, Yannick war da mit seiner Freundin Lisa, aber den Rest kannte ich kaum. Ach, bei der Gelegenheit könnte ich Ihnen nämlich beweisen, dass ich diesen Post nicht gemacht habe. Weil zu der Zeit, wo der veröffentlicht wurde, da saß ich im Flugzeug. Ich zeige Ihnen meinen Beweis. Ich habe nämlich ein Foto gemacht aus dem Flieger. Ich war auf dem Weg von Köln nach Berlin. Das Foto beweist genau, dass zu der Zeit, sehen Sie, ich war überhaupt nicht online. Das kann überhaupt nicht sein. Frau Giers, das beweist, dass Sie vielleicht im Flieger waren. Aber weil wir beide wissen, vom Smartphone können Sie sich immer ins Internet einwählen. Ja, aber Sie müssen mir bitte glauben, ich war das nicht. Ich würde sowas niemals tun. Gut, lassen wir es dabei bewenden. Ich muss Ihnen natürlich sagen, dass ich mich zur Polizei begebe, da Anzeige gegen unbekannt stelle, weil das hier wirklich ernstzunehmende Straftaten sind. Sie müssen bitte damit rechnen, dass Sie im Zuge dessen auch von der Polizei angesprochen werden. Okay. Das tut mir leid. Ja? Ich habe nichts zu verbergen. Ich denke, das wird sich alles klären. Ich danke Ihnen. Okay, wiedersehen. Viel Glück. Tschüss. So, Frau Giers erzählte mir gerade die Geschichte, dass zum Zeitpunkt, als die Liste in der Wohnung meiner Mandantin irgendwo auf dem Tisch lag, sich 50 weitere Gäste aufgehalten haben. Wenn das tatsächlich wahr ist, ja, dann ist der Kreis der Verdächtigen natürlich sehr viel größer als vermutet. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so stimmt. Und bis dahin bleibt Frau Giers meine Hauptverdächtige. Während die Anwältin zur Polizei fährt, um Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, bekommt Leonie überraschend Besuch von ihrem Kumpel Yannick. Der 33-Jährige ist zu Hause rausgeflogen, weil die Mutter seiner Tochter glaubt, er hätte eine Affäre mit Leonie. Mann ey, ich versuche auch Lisa schon die ganze Zeit zu erreichen. Sie drückt mich permanent weg. Ich will dir das doch einfach erklären, Mann. Das ist so ewig her. Wir waren betrunken und außerdem war es auch nur Knutscherei. Mann. Ja, du, mit mir redet die aktuell auch nicht. Die ist stinksauer, da kannst du nichts machen. Scheiße, ich hab solch Panik, Mann. Mein Ruf ist doch jetzt schon ruiniert. Freunde habe ich bald auch keine mehr. Wir finden raus, wer das war, und dann hat der bald keine Freunde mehr. Hoffentlich. Ich habe mittlerweile schon einen Anwalt eingeschaltet. Was, echt? Ja, krass. Sicher. Ich meine, ich will natürlich auch mein Leben zurück. Immerhin hängt bei mir Frau und Kind dran. Scheiße, es tut mir echt leid für die Kleine. Ja. Ich verspreche dir, wir kriegen das alles hin. Ja, ich lasse dich auch nicht hängen. Ich überlege schon, vielleicht sollte ich mir Sonderurlaub beantragen. Was, wozu denn? Du hast dir doch nichts vorzuwerfen. Ja, schon, aber ich habe so ein komisches Bauchgefühl. Ich meine, wenn sich das Ganze hochschaukelt im Kindergarten, schon alleine wegen Lisa. Ja, aber ich meine, das ist so wie ein Schuldeingeständnis. Mach das nicht, das ist Quatsch. Vielleicht hast du recht. Komm. Vielleicht hast du recht. Wir setzen uns erstmal hin und beruhigen uns. Mann. Ja, es stimmt schon. Ich habe nichts gemacht und das können ruhig alle wissen. Aber es ist einfach super nervend alles auf Arbeit. Und noch so eine Begegnung mit Lisa halte ich echt nicht aus. Am liebsten würde ich mich den ganzen Tag in meiner Wohnung verkriechen, aber es geht auch nicht. Leonie weiß, dass es nichts bringt, den Kopf in den Sand zu stecken. Und so beschließt sie, ihren Alltag ganz normal weiterzuleben. Anwältin Brigida Braun hat in der Zwischenzeit bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Schon am frühen Abend gibt es bereits erste Ermittlungsergebnisse. Ah, Frau Braun, auf dem Weg zu Ihnen bin ich gerade. Ich wollte gerade einkaufen gehen, aber ich begleite Sie ein Stückchen. Okay, gibt es was Neues? Ja, natürlich gibt es was Neues. Ich komme gerade von der Polizei. Und? Also die IP-Adresse konnte man ausfindig machen und sie auch zuordnen. Und wer war's? Mai? Das kann ich nicht sagen, wer es war. Also die IP-Adresse gehört zu einem Internetcafé in Neukölln. Wer natürlich dort saß und diese Postings an sie gemacht hat, weiß ich nicht. Neukölln, Internet? Oh, nee, also Maya fährt nie nach Neukölln. Naja, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, also ich meine, ich würde ja schon verstehen, wenn sie sowas schreiben wollte, dass sie sich ja
irgendein Internetcafé am anderen Ende der Welt aussucht. Aber sie war es nicht. Sie sagte mir, dass diese Liste auf dem Tisch lag. Und dass sie kurz darauf eine Party veranstaltet haben. Mhm. Ach du heilige Mist, ja tatsächlich. Mhm. Wir haben eine Party gehabt. Wenn dort jemand die Liste gefunden hat auf dieser Party, wissen Sie, wie viele dann in Frage kommen? Diese Namen brauche ich. Und ich habe Maya die ganze Zeit beschuldigt. Ich muss mich sofort bei ihr entschuldigen. Ich meine, ich bin zwar jetzt erleichtert, dass es nicht Maya war, aber also jetzt habe ich keine Idee mehr. Es wird echt gruselig, wer jetzt dahinter steckt. Natürlich. Also ich meine, wir müssen jetzt erstmal ganz systematisch vorgehen. Wir suchen erstmal in ihrem engeren Freundeskreis. Wenn da nichts zu finden ist, dann erweitern wir das, bis wir dann tatsächlich die Person finden. Also einen anderen Ausweg haben wir hier nicht. Ich schicke Ihnen nachher gleich mal eine E-Mail mit den ganzen Namen, die da jetzt in Frage kommen. Ja. Jetzt kommen auf einmal alle meine Freunde in Frage? Boah, irgendjemand will mich da richtig fertig machen und ich weiß nicht mal warum. Obwohl Leonie immer noch nicht weiß, wer hinter dem Cybermobbing steckt, ist sie erleichtert, dass Maya wahrscheinlich nicht die Täterin ist. Gleich am nächsten Morgen möchte sich die Kindergärtnerin bei ihrer Freundin und Kollegin für die falschen Verdächtigungen entschuldigen. Mann, Maya, es tut mir leid. Ich hätte dir vertrauen sollen. Aber du musst doch mich verstehen. Für mich ist das auch nicht einfach. Ich weiß doch schon gar nicht mehr, was ich glauben kann und was nicht. Leonie, wenn du mir schon so wenig vertraust, was ist denn das für eine Freundschaft? Ja, Maya. Hey. Hi. Sag mal, meinst du nicht, du solltest mir was erklären? Was meinst du? Lisa hat gerade Hannah aus dem Kindergarten abgemeldet. Warum erzählst du mir nichts, dass ihr Schwierigkeiten habt? Weil das eine Sache zwischen mir und Lisa eigentlich ist und Hannah damit nichts zu tun hat. Lisa, warum machst du das? Hannah geht's doch gut hier bei uns. Warum? Weil ich es nicht einsehe, dass ich meine Tochter von so einer wie dir erziehen lasse. Das geht einfach nicht. Lisa, beruhig dich mal. Du weißt doch ganz genau, dass Leonie eine gute Erzieherin ist. Und außerdem habe ich das so oft schon versucht, mit dir zu klären. Du gibst mir ja keine einzige Chance, an dich ranzukommen, Lisa. Mann, zwischen mir und Janik war nix. Lass doch die Kleine da raus. Der geht es gut hier, die hat hier Freunde. Meinst du nicht, dass dein Verhalten egoistisch ist? Das ist doch nicht nur eine Sache zwischen uns. Mann, du hast meine Beziehung zerstört. Du hast meiner Tochter den Vater genommen. Nein, das habe ich nicht, Lisa. Mann, zwischen mir und Janik war nix gewesen. Meinst du nicht, dass du einfach ein bisschen überreagiert hast? Du hast ihn direkt rausgeschmissen. Wenn einer schuld daran ist, dass bei euch was kaputt ist in der Beziehung, dann bist ja wohl du das. Hey Leo, jetzt reiß dich mal zusammen, okay? Jetzt kommen wir alle mal ein wenig runter hier. Ich habe keine Lust, ständig der Sündenbock für alles zu sein. Ja, okay, ich habe mich mal mit Janik geküsst. Aber das ist ewig her und ihr wart nicht in einer Beziehung. Oh, ich will davon gar nichts wissen, Mann. Da wird mir so schlecht. Das ist so ekelhaft. Sowas brauche ich nicht als Freundin und schon gar nicht als Erzieherin für meine Tochter. Und nur damit du es weißt, dieses Ding ist noch nicht durch. Das wird Konsequenzen für dich haben. Ich werde es öffentlich machen, warum ich Hannah aus der Kita nehme. Oh, 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 oh. Das ist jetzt auch eine Drohung gegen den Kindergarten. Lisa, so geht es nicht. Also eine Drohung muss ich auch ernst nehmen und dagegen vorgehen. Das würde ich mir an deiner Stelle noch mal überlegen. Kann doch jeder wissen, wer hier arbeitet und was ihr für Werte vermittelt. Hey, nee. Hey, Leo, das ist voll scheiße jetzt. Mann, ich kann dir das erklären. Hey, das geht nicht. Ich erkläre dir das. Mhm, da bin ich drauf gespannt. In 5 Minuten in meinem Büro. Mann, das ist alles eine Katastrophe, wenn ich wegen dem ganzen Ding jetzt ja auch noch meinen Job verliere. Ich habe echt Angst, Mann. Natalie war richtig sauer. Leonie kommt sich vor wie in einem falschen Film. Dass Janiks Lebensgefährtin Lisa die gemeinsame Tochter aus der Kita nehmen will, kann ihr das Genick brechen. Hey, du musst doch verstehen, dass ich dir das nicht durchgehen lassen kann, nur weil wir befreundet sind. Mann, Leonie, hier geht's um meinen Kindergarten. Ich kann es mir nicht leisten, dass jetzt ein Kind nach dem anderen wegen dir abgemeldet wird. Denkst du, ich will das, Natalie? Mann, findest du nicht auch, dass Lisa komplett überreagiert hat? Die anderen Mütter lassen sich nicht so schnell beeinflussen, und zumal die auch nichts damit zu tun haben. Du weißt doch, wie Mütter sind, wenn es um ihre Kinder geht. Und um ihre Männer. Ich hab doch nichts gemacht, Mann. Die Männer sind mir scheißegal. Was soll das dann mit den Anschuldigungen im Netz? Mann, du kannst in deinem Privatleben machen, was du willst. Außer du machst dich an meinen Mann ran. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Natalie. Ganz ehrlich, ich weiß im Moment wirklich nicht, was ich glauben soll. Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt noch vertrauen kann. Das ist alles so krass, echt. Ich hab doch nichts gemacht. Ich bin das Opfer. Verstehst du das nicht? Ja, und verstehst du nicht, dass es mir um einen Kindergarten geht? Ich muss dir kündigen, wenn noch ein Kind wegen dir abgemeldet wird. Was? Ja, mir ist schon genug Schaden entstanden. Du nimmst jetzt unbezahlten Urlaub und klärst das Ganze.
Leonie ist am Boden zerstört. Ohne ihren Job im Kindergarten ist die Erzieherin finanziell aufgeschmissen. Außerdem liebt sie die Arbeit mit den Kids. Die 27-Jährige ist froh, als Jannik von der Arbeit kommt und sie sich bei ihm ausheulen kann. Immerhin sitzen die beiden irgendwie im selben Boot. Oh Mann, ey, Jannik, mach mich alle fertig auf Arbeit, ey. Nathalie macht so einen Stress. Wieso hat Hannah aus dem Kindergarten genommen? Wusstest du davon? Was? Ja. Nee, das wusste ich nicht. Aber ich meine, habe ich da auch noch ein Wörtchen mitzureden? Hannah ist doch auch meine Tochter. Vor allem ist es total unfair gegenüber Hannah. Sie fühlt sich so wohl bei uns in der Gruppe. Ja, vor allen Dingen ist auch der Austausch mit den anderen Kindern wichtig. Das muss nochmal geklärt werden. Was denkt sich Lisa dabei? Ich habe auch schon versucht, mit ihr zu sprechen. Die lässt überhaupt nicht mit sich reden. Die ist total stur. Komm, egal. Ich kläre das. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir den Täter finden. Und ich glaube, dann regelt sich alles andere von alleine. Ich werde jetzt erstmal mein Profil löschen. Das hätte ich schon viel eher tun sollen. Mach das nicht. Das ist Unsinn. Guck mal, das verbreitet sich im Internet. Und dann hast du als Einzige keinen Zugriff mehr. Das ist auch nicht die Lösung. Ja, scheiße, wie abhängig man schon von diesem ganzen Zeug ist, ey. Ich bin froh, dass du da bist. Du bist der Einzige, der noch zu mir hält. Ich würde auch nicht gehen. Ich bleibe bei dir. Auf mich kannst du dich verlassen. Ist das richtig? Was wir jetzt tun? Das fühlt sich doch gut an, oder? Solange du es nicht auf eine Liste schreibst. Mach ich nicht. Ich weiß, es war der falsche Zeitpunkt, jetzt mit Jannik was anzufangen. Es war ein Fehler. Ich wollte Lisa auch nicht verletzen damit, aber ich bin emotional einfach total am Ende und Jannik ist der Einzige, der für mich da ist. Das Ganze war eine einmalige Geschichte und ich hoffe, dass Jannik das genauso sieht.